Hallo YouTube, ich bin Slut und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute mit Call of Duty Ghosts. Und dann drücken wir auch schon die Starttaste. Wir finden uns im Hauptmenü von COD Ghosts, starten natürlich eine neue Kampagne. Und ich muss dazu sagen, ich hatte das Spiel schon einmal ganz kurz angespielt, um meine Rendereinstellungen einmal anzugleichen und abzupassen. Und wir starten natürlich ein neues Spiel. Den Schwierigkeitsgrad, ja, Recruit. Ich habe früher schon immer so ein paar Ego-Shooter gespielt und bin jetzt kein Hardcore-Zocker oder sowas, was Ego-Shooter betrifft. Ich denke mal, wir bleiben bei Soldat. Ich denke, das ist eine gute Schwierigkeitsstufe für uns und für dieses Let's Play. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. Drei Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger, und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Und damit nochmal recht herzlich willkommen. Na los, Tempo. Zu Call of Duty Ghosts. So, wir marschieren hier einmal den Berg hoch, hinter Hash und Elias hinterher. Ein Erdbeben. Eure Mutter ist bei solchen Dingern immer durchgedreht. Schön im Gänsemarsch. Noch eins. Von denen kommen noch ein paar, bevor sich alles beruhigt. Der Wind wird auch stärker. Ja, komm schon, Hash. Gib Gas. Dad, los, ab ins Haus. Schaut, dass nichts kaputt ist. So, drücken Sie A, um über Hindernisse drüber hinwegzuspringen. So, ich würde jetzt gerne mal sprinten hier. Dad, was passiert hier? Ja, den Berg hoch. Wop, wop, wop. Boah, die will schon runterzugehen. Ich glaube, wir müssen uns ein wenig beeilen. Boah, sieht das geil aus hier. Oh. Ja, die Leute filmen natürlich erstmal alles. Und wir sprinten hier die Straße hoch. Ich bin auf dem Weg. So. Ja, hier können wir nicht her. Hinter Hash hinterher. Jo, ich bin dabei. Boah, fetter. Boah, du Kacke, ey. Was ist denn hier los? Okay, die Welt scheint unterzugehen. Ab ins Haus. So, Hash. Wovon zur Hölle hat der gesprochen? Was ist Odin? Komm schon! Tja, wer oder was ist Odin? Oh. Noch viel mehr, das schaut nicht mehr aus. Wir werden nicht sterben. Komm! Es klemmt! Hilf mir hier! Okay, 3, 2, 1, schieb!
dort sehen wir nur noch ein helles weißes Licht. Vor 15 Minuten. Roger Mosley, verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Undock-Endphase. Shuttle, 10 Meter. Beginne Rotation. Und jetzt befinden wir uns auf einmal mitten im Weltall. Ja, die Steuerung ist gar nicht so einfach. Starte, Druckausgleich. Ah, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Aha. Na gut, dann wollen wir der Mosley mal hinterher und hoffen, dass wir gleich heil und gesund nach Hause kommen. Hier sitzen schon welche oder was? Oder sind das nur Anzüge? Na gut. Hier ist, glaube ich, nichts normal. Was ist hier los? Hallo? Hilfe? Hilfe? Ja, wir werden beschossen. Boah, warum ist die gute Dame denn so schnell? Ja, und was müssen wir machen? Okay, ihm einfach mal direkt ins Gesicht ballern. Boah, es geht schon direkt los hier mit der dicken Action. So, jetzt haben wir, jawohl, wir haben unsere erste Knarre. Föderationstruppen, aha. So, da ist noch einer. Zack, den schon mal weggemäht, den auch weggemäht. Da auch noch einer. Ziel Los Angeles. Erfasst. So. San Diego. Gut, das erfasst. Wird wahrscheinlich die gleiche Knarre sein hier überall. Phoenix. Erfasst. Ziel Houston. Erfasst. Oh, weiter geht's. Der Mosley hinterher. Entschuldigt, dass ich gerade so wenig rede. Geschätzte Verluste. Da ich versuche auch den Texten hier ein wenig zuzuhören. Odin-Kontrolle, wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Baker, wir müssen uns sputen. Alle in einen sicheren Bereich. Also. Das Lager ist verstärkt. Schnell nach. Oh, entschuldigt. Da musste ich gerade einmal niesen. Das werdet ihr bestimmt gehört haben. So, wir müssen jetzt hier mal eben ganz fix irgendwie abhauen. Da sind zwei andere. Und da gibt es auch schon die dicke, fette Explosion. Jetzt werden wir rausgerissen. Ach du meine Güte. Oh, 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 oh. Vorsicht. Mosley, alles gut? Oh. Houston, wir haben ein Problem. Okay, leben die Futzis denn noch oder sind die alle tot? Also der lebt auf jeden Fall noch. Gut, jetzt nicht mehr. Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Aber nach Hause schaffen wir es nicht, Baker. Was? Also selbstverständlich kommen wir nach Hause. 23 Grad, Marco oder Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Ja, wenn wir das schaffen. Mosley, du musst mir nur sagen, was wir machen müssen. Alles andere tüddel ich. Okay, die geht auf die Seite. Dann müssen wir bestimmt hier hin. Perfekt. Du hast ihn gehört, Baker! Feuer!
Einfach draufrotzen da, oder was? Ja, einfach weiterschießen. Du bist lustig, Perle. Wohin denn? Das reicht. Es ist genug, um sie abstürzen zu lassen. Da hat es Mosley einfach mal dahin gerissen. Also Mosley ist tot. Und was ist mit uns jetzt hier? Können wir noch irgendwas machen? Okay, ich glaube, wir verbrennen. Ja, ich danke euch für das erfolgreiche Let's Play. Das war's. Nein, natürlich nicht. Ach du Scheiße. Was ist denn da vom Himmel gekommen? War das Odin vielleicht? Was wir gerade zum Absturz gebracht haben? So viel zum Thema, wir versinken das Ding im Meer. Ja, dann wollen wir mal los. Okay. Also ich komme hier noch gar nicht richtig klar. Ja, ich bin doch schon am Sprinten hier, Kollege. Ich weiß gar nicht, wo man springt oder was auch immer. Ich weiß nur, wie man über Hindernisse drüber klettert, aber das war's auch. Wie man schießt. Okay. Tot? Nein, okay, wir haben es noch einigermaßen überlebt. Oh, er hangelt sich da natürlich am Fenster noch raus. Komm schon, sprinte, Kollege, Alter. Gib mal Gas hier. Oh, wie krass es halt schon aussieht. Man wird hier schon in den direkten Weltuntergang reingeschmissen. Ei, ei, ei. Da hat es uns was weggerockt. Na komm schon, Kollege, Alter. Gib mal ein bisschen Pin hier, ey. Wie langsam rennst du denn? Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, das war's. Oder? Leben wir noch? Kommt Elias, um uns zu helfen. Hesh und Elias schleudern uns jetzt ins Auto, hoffentlich. Und ja, wir sitzen hinten auf der Ladefläche des Trucks. Elias am Fahren. Wir sitzen dort mit Hesh zusammen, der auch ziemlich angeschlagen aussieht. Und damit zum dritten Mal nochmal ein recht herzliches Willkommen zu Call of Duty Ghosts. Nette Vorgeschichte, muss ich dazu sagen, aber leider ein wenig verwirrend. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach, eine leichte Beute. Wir kämpften, das ist auch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. 10 Jahre später. Viking 6, seid ihr da? Hesh, Logan. Ah, verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Dallas wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Mist. Gibt's Überlebende? Negativ. Schöne neue Welt. 6. Juni. Ich wollte dich nicht wecken. Ich dachte, du kannst den Schlaf brauchen.
durch, Junge. Hör zu. Hey, Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen, los. So. Team 2, seid ihr in unserer Nähe? Damit sind wir mit Hesh und mit Riley unterwegs, im Krieg, 10 Jahre später, und scheinen irgendwie fürs Militär zu arbeiten. Aha. Erstmal mit der Steuerung ein bisschen, Granate, ups, mit der Steuerung erstmal ein wenig vertraut machen. Ja, dann gehen wir hier durch. Kein Problem. Sicher, komm rauf. So, hier hoch. Wir lassen Hesh einfach immer schön vorrennen als Kanonenfutter, falls wir irgendwie angegriffen werden. Verdammt nah. Er nimmt die rechte Tür, also muss ich die linke nehmen, oder was? Immer weiter. Riley hatte wohl Hunger. Friss hier draußen lieber nichts, Junge. Besorgen wir dir was Vernünftiges. Boah. Das war schon mal so der erste Schreckensstoß. 6-1, Lagebericht. 9 Partiere. Alles zum Glück waren es nur 1 Partiere. Halten Sie beim Sprinten B gedrückt zum Rutschen. Treffpunkt an der Mauer. Aha. Roger. Da ist sie. Sieht übel aus, aber sie steht noch. Ah, da Yo. Sind Sergeant, weitere Kollegen. So gut wie. Müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Wir nehmen die linke Seite. Sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Private Williams, Corporal Davis. Alles klar. Gut, Hesh, dann gib mal Stoff hier. Riley, Riley. Such. Ja, Riley, dann such mal. Ich bin mal gespannt, inwiefern sich die Interaktion mit Riley, wie das läuft. Ja, da geht's auch schon direkt los. Wir stehen natürlich hier wieder mitten im Kugelhagel und, hab Hesh erstmal sofort angeballert. Nachladen und hier erstmal die ganzen Fuzzis erstmal ausschalten. Hier sind so viele Feinde. Okay, Riley hat sich den dahinter schon mal gepackt. Das ist schon mal gut. Riley, bleib! Föderationsteams.